Seit vorigen Monat haben wir ja Windows 7, jedenfalls wir als Testversion, haben es installiert. Und mein Interesse ging mal dran, läuft eigentlich die ganze Open-Source-Welt noch? Mhm. Und war dabei sehr erstaunt, dass es fast alles lief. Es gab ein paar Sachen. Spezielle Programme für Windows 7? Nein, oder die bisherigen? Ich habe die ganz normal. Es gibt ja diese Open Source DVD, die wir gerne nehmen. Da sind 450 Programme immer drauf. Da habe ich einfach mal ein paar ausprobiert. Mhm. Und bis auf zwei hat an sich alles geklappt. Zeig mal. Fangen wir mit ganz einfachem an. Man hat also ja. Die DVDs kriegt man heute nicht mehr als DVD, sondern als ISO-File. Mhm. Dann gibt es ein Open-Source-Programm, das heißt WinCD EMU, hat keine Benutzeroberfläche. Das Einzige im Kontextmenü, das ist alles jetzt schon Windows 7. Im Kontextmenü kann ich dem ISO-File ein Laufwerk zuweisen und habe dann, in dem Fall ist jetzt Laufwerk V, wird das, und habe dann jetzt in dem Fall die Open-Source-DVD fix und fertig da und kann damit arbeiten. Also das ist ein Programm, das normalerweise für ganz normal Windows geschrieben worden ist, hängt sehr tief im System dran, kann aber trotzdem mit Windows 7 arbeiten. Fand ich eine sehr positive Überraschung, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dann haben wir ja hier so ein nettes kleines... Moment mal, ja. muss er mal was fragen. Woran liegt es? Ist das Programm jetzt so zukunftsweisend programmiert? Ist Windows 7 so abwärtskompatibel, in Anführungszeichen? Oder was die Ursache? Also die Programmierschnittstelle scheint sehr sauber zu sein, bis zu einer bestimmten Systemebene. Wenn man tiefer reingeht, werden wir gleich noch sehen, dann gibt es leichte Probleme. Aber in den normalen Programmen läuft alles wirklich einwandfrei. Mhm. Auf der anderen Seite muss man der Open-Source-Community ein Riesenlob aussprechen. Was da mittlerweile ein Programm rauskommt, hat eine Qualität. Da können sich manche professionellen Programme hinter verstecken. Mhm. Sind die auch noch frei, die wir hier... Die sind alle frei. Die sind alle frei. Die sind alle frei. Also nicht die sind alle von der Open-Source-DVD. Die sind alle gratis nutzbar. Mhm. Ich habe also die Maschine nur mit Open-Source ausgestattet. Gut. Wir haben jetzt ja hier so ein kleines Netbook. Sieht zwar schick aus, sind auch leicht mitzunehmen, allerdings sind die Bildschirme ja sehr klein. Mhm. Deswegen gibt es von Virtual Dimension ein Programm, da kann ich mir einfach mehrere virtuelle Desktops machen. Wenn wir mal auf den Bildschirm gucken, sehen wir ganz hier oben eine kleine Leiste und da sind so kleine Felder drauf, da kann ich dann hier in dem Fall die Farbe umschalten. Mhm. Ich habe zum Beispiel hier, damit man sieht, dass auch das geht, ich habe hier Open Office laufen. Da ist zum Beispiel der Kurzablauf hier von dem Take, den wir gerade machen. Also man sollte vielleicht für die Nicht-Linux-Leute, die hier mit Windows arbeiten, mal sagen, unterschiedliche Desktops. Ich habe normal einen unter Windows und ich kann aber jetzt unterschiedliche Bildschirme quasi haben, wo unterschiedliche Programme drauf sind und die schalte ich einfach um. Die kann man einfach umschalten. Das ist ja schön, wenn man die kleinen Bildschirme hat. Ja. Dann kann man auch mit dem, der sehr schön unterwegs ja ist, den kann man einfach mitnehmen. Wie heißt das Programm? Das heißt Virtual Dimension. Mhm. Ist auch Open Source. Wenn man auf die Webseite bei uns guckt, da sind immer die Links dazu, zu den Herstellern-Links. Da sind auch immer kurze Erklärungen dabei zu den Programmen, die wir hier verwenden. Webseite www.cc2.de. Unser Schild ist verschwunden, deswegen können wir es nicht zeigen. Aber sagen können wir es. Ja, jetzt haben wir mal ausnahmsweise dran gedacht. Das geht sogar so weit, die Kompatibilität. Es gibt ein Programm, das heißt Crystal CPU ID. Und wenn das denn mal... jetzt habe ich es direkt zweimal... Wenn wir das dann starten, dann können wir sehen, wenn wir auf den Bildschirm gucken, ein Feld, ein graues Feld mit ganz vielen kleinen Zahlen. Mhm. Was er macht, er holt mir die Systeminformationen raus. Das ist also so sauber die Schnittstelle programmiert, dass ich die CPU-ID, was das für eine ist, in dem Fall ist es hier ein Intel Mobile Core Duo mit 45 Nanometer Technologie, das kann ich mir alles rausholen. Mit einem Open-Source-Programm läuft wirklich einwandfrei. Dann gibt es noch was anderes. Unser beliebter, allseits beliebter VLC-Player, der ja auch aus der Linux-Welt bekannt ist, der alles kann. Da haben wir jetzt mal zwei andere Sachen mitgemacht. Eigentlich braucht man unsere Kameraleute nicht, denn wir haben ja eine Kamera in diese Netbooks haben ja heute alle eine Kamera drin. Und wenn das jetzt eine Zeit, die regen sich schon auf, unsere Kameraleute. Zu Recht. Das sehen wir jetzt also hier, wenn du mal rüberkommst, kommst du dann auch ins Bild. Siehst du? Da geht aber mittlerweile mit VLC auch was anderes, auch unter Windows 7. Und zwar kann ich damit Fernsehen gucken. Was ich dazu brauche, ist, wir haben jetzt hier so dieses DVB-T-Senderblatt uns mal geholt. Ja. Das ist überall fernsehen.de, da kriegt man die. Die Frequenzen, die hier oben stehen, die braucht man dazu. Er hat also keinen Sendersuchlauf oder sowas bis jetzt. Er hat einfach, weigert sich jetzt einfach zu gehen, okay.
Und man muss diese Frequenzen man dann muss die Frequenz dem Programm eingeben. Und sollte sagen, dass es DVB-T ist. DVB-T. Und dann kann ich mittels dieses Programmes. Und jetzt müsste irgendwann der Sender kommen. Da kriegen wir jetzt irgendeinen öffentlich-rechtlichen Krieg. In dem Fall haben wir das erste Programm jetzt drauf. Wo kommt das Fernsehsignal her? Wir haben jetzt hier von so ein Teratec T5-Stift. Okay. Das ist ein USB-Stick, dem Falle mit einem Dual-Empfänger, mit zwei Antennen dran. Wir haben hier unten noch so ein bisschen Verdrahtung dazu. Muss ich das speziell für dieses Programm irgendwelche Sticks haben oder macht ihr das mit dem? Nein, das ist ein normaler Treiber. Wir haben jetzt diesen Stick genommen, weil die einen Windows 7-Treiber dafür hatten. Den braucht man einfach dafür, weil eben die Hardware angeboten werden muss. Hier sieht man übrigens auch eine Sache, die wir zeigen können mit den Problemen, die wir gesehen haben, dieser VLC, hängt sich sehr tief in die Hardware rein. Mhm. Das heißt, wenn ich einen virtuellen Desktop umschalte, wird er nicht ausgeblendet, sondern bleibt. Ah, ja. Das haben wir bei GIMP, diesem Grafikprogramm, haben wir den gleichen Effekt. Oh, und der Linux nicht. Aber gut, hier ist was anderes. Nein, das hier, das virtuelle Männchen, das ist ja normalerweise geschrieben für XP noch. Da haben wir den anderen. So. Ah ja, gut. Du hast noch die Steuererklärung mitgebracht, hast du aber nicht ausgefüllt. Warum? Nö, das machen wir jetzt elektrisch. Gut. Es gibt ein Programm, das heißt Fill Out a Form. Mhm. Da nimmt man ein Formular, scannt es, macht einen BMP-Fall daraus und kann das dann ausfüllen. Ich habe jetzt hier schon mal angefangen, an das Finanzamt Entenhausen, meine echte Steuernummer natürlich 1234567891. Ah ja. Mickey Maus, Hauptweg irgendwas. Postleitzahl Entenhausen. Wenn ich jetzt hier hingehe und auf die rechte Maustaste drücke, erscheint ein Eingabefeld und dann kann man sagen, was ist der Schauspieler, ne? Oh. Ist egal, ja. Wenn man es richtig schreibt, dann ist egal jetzt. Das heißt, wie positioniere ich denn das jetzt da drauf? Einfach Maus hingehen, rechte Maustaste drücken. Und vollkommen frei. Vollkommen frei irgendwo. Okay. Und kann dann irgendwas eingeben. Ja, das ist gut. Die Dateien werden gespeichert und man kann sie hinterher ausdrucken mit dem, was man ausgefüllt hat. Wird denn das vom Finanzamt überhaupt anerkannt? Weißt du das? Man muss es per Hand unterschreiben. Ja, ist ja egal, ob ich es mit der Schreibmaschine ausfülle. Nein, in Deutschland ist sowas nicht egal. Aber ich finde es eine gute Sache. Es gibt ja sehr viele Formulare und ich hasse das, die von Hand. Und wenn es für einen Presseausweis ist, die von Hand ausfüllen. Ja, das ist. Was wir auch noch haben, wir haben ja den PDFs da hinten. Wir können auch da ein PDF, wir können es zum Beispiel als PDF ausdrucken. Mhm. Und haben dann eben einen PDF-File und da gibt es dann auch natürlich in Open Source den Sumatra-PDF, mit dem man sich so Sachen dann wieder anzeigen. Jetzt sagt er mir, dass er ein Update hat, das wollen wir aber jetzt nicht. Das hasse ich. Immer diese Bevormundung. Ja, das sehen wir gleich. Ich habe ein wunderschönes Bild mitgebracht aus der Vergangenheit und du hast gedacht, die Jungs, die sind alle so alt, jetzt machen wir ein Nostalgie-Bild daraus. Jetzt machen wir das richtig nostalgisch, ja. Und dann ist das daraus geworden. Ja, was? Das müssen wir mal zeigen, wie das geht. Es gibt ein Programm, auch Open Source, das heißt ASCGEN, ASCII-GEN. Und mit dem kann man dann JPEG-Bilder, die man hat, in ein Alphanumerik. Wir haben hier was zum Zeigen vielleicht. Oh, das Gleiche nochmal in groß, ja. Das sieht jetzt im Prinzip aus wie ein schlecht gemachtes, Farbausdruck. Aber wenn man mit der Kamera nah rangeht, dann sieht man, dass das Ganze aus ASCII-Zeichen besteht. Das sieht man jetzt. Und auf dem Bildschirm kann man sich das auch ansehen. In dem Fall ist jetzt hier, wenn man umschneiden mal, auf der linken Seite die schwarz-weiß. Ich kann mir aber auch ein Preview machen lassen. Ein Color Print Preview, dann sieht man es hier relativ klein zwar. Aber man sieht das, was wir hier in groß haben, dann auch auf dem Bildschirm. Das ist was Nostalgisches, was zum Spielen. War früher ja ganz toll, als es noch keine Grafikdrucker gab, noch keine Tintenstrahl und der ganze Kram. Da haben wir so manchmal Stunden vor dem Drucker gesessen, bis der dann fertig war und diese Bilder umgesetzt hat. Ist ein Blick in die Vergangenheit. Party mal. Für eine Party, ja, eine Party. Heinz, schönen Dank für die Informationen, für die Bilder. Alles Open Source, alles bei uns auf der Homepage, www.cc2.de, immer daran denken. Ja. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Danke dir schon. Bitte.